Und an dieser Stelle ein herzliches Willkommen zurück nach dieser genialen Folge vom letzten Tag. Also von gestern haben wir einiges festgestellt. Also am Pharos hat jetzt auch mitbekommen, dass Entei nichts mit der Versteinerung zu tun hatte. Deswegen sind wir nur zur Feuerinsel gefahren. Das heißt, wir haben eigentlich kaum irgendwas Neues herausgefunden. Außer, dass wir alle dem Tode ziemlich nahe waren. Nur um herauszukriegen, dass Entei damit nichts zu tun hat. Tja, was jetzt unser nächstes Vorhaben ist, ist die gute Frage. Denn es ist nichts Neues passiert. Ich denke, wir werden dann wahrscheinlich als nächstes versuchen, Celebi aufzusuchen. Denn das war ja auch das Ziel von Entei. Warum auch immer er zu Celebi wollte. Vielleicht hatte ja, ich meine, die wohnt ja angeblich in diesem Zeitreise-See oder Fluss. Und da bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht von ihr irgendwelche interessanten Infos bekommen, falls wir denn da hingehen. Ansonsten ist bis jetzt ja nichts Neues passiert. Ich habe gedacht, hier, komm, wir machen einfach den neuen Part, aber der war in meinen Augen recht langweilig. Warum? Na, ich bin jetzt hier mit Labras und ein paar Pässen, habe ich die Welt erkundet. Kann ich ja mal kurz zeigen. Aber da ist nichts Interessantes passiert. Ihr seht, ich war hier auf dem Windkontinenten, da waren wir eh schon. Dann hier auf dem Graskontinenten und auf dem Nebelkontinenten. Da waren wir. Also ich zumindest. Aber da ist halt nichts Neues, weil, ja, wie kann man sich das vorstellen? Da ist auf jedem Kontinent auch immer so eine Stadt, so wie hier, Trubelstadt. Das Kartenlayout ist zwar anders, aber vom Prinzip her sind da auch nur Pokémon, die wir halt ansprechen können und von denen wir halt irgendwelche Quests kriegen. Mehr ist da nicht. Also wir triggern da jetzt nichts irgendwie und, ja, deswegen war es recht uninteressant. Deswegen denke ich, müssen wir erstmal wieder eine neue Quest erledigen. Wobei es auch hier fraglich ist, ob ich das zeigen muss, weil es ist ja auch nur eine kleine Nebenquest. Aber vielleicht haben wir ja irgendwo ein paar Sachen, die wir noch zeigen können. Und hier, da gibt es doch noch ein paar. Ja, das ist ja auch interessant. Es gibt sogar noch ein paar neue Dungeons, die wir noch nicht angegangen sind. Vielleicht wechsle ich doch mal den Kontinenten, weil auf dem einen Kontinenten, da war es so, da gab es so eine coole Dreier-Quest. Und Efeuserb. Willst du meine Efeu-Route in Aktion sehen? Oh, das klingt aber ein bisschen pervers, meine liebe Efeuserb. Vielleicht ist das eine Transe. Warte mal. Hier, da muss ich ansprechen. Willst du meine Efeu-Route in Aktion sehen? Aber deine Augen wären sicher zu langsam, Spritz. Was ist denn das für ein Text? Willst du meine Efeu-Route in Aktion sehen, aber deine Augen wären sicher zu langsam? Oh Mann, also manchmal überraschen mich die Pokémon-Spiele. Willst du meine Efeu-Route in Aktion sehen? Ja, das werde ich jetzt auch immer sagen. Hier, wenn ich mal irgendjemanden kennenlerne, dann werde ich auch hier zu der Frau sagen. Hier, Baby, willst du mal meine Efeu-Route in Aktion sehen? Aber deine Augen sind dafür sicherlich zu langsam. Das geht doch nicht. Das ist ein Spiel für Kinder. Ihr Ferkel. Okay, und Labras. Willkommen bei Labras Interkontinental. Ja, wir wechseln mal auf neun Kontinenten. Und ich glaube, hier auf dem Graskontinenten gab es auch so eine Dreierquest. Das heißt, wir können jetzt nicht leider von einem Kontinent aus die Quest der anderen Kontinente mit angehen. Ja, ich meine, vom rein logischen her macht es ja auch wenig Sinn. Wir befinden uns ja schließlich nicht auf dem Kontinenten. Und die Quest gehen ja auch nur, indem wir in die Dungeons reingehen, die auf dem jeweiligen Kontinent sich halt tatsächlich auch befinden. Von daher nachvollziehbar. Aber schon ein bisschen ätzend, weil da müssen wir ja dann doch tatsächlich immer erst mit Labras uns angucken, wie die über das Meer fährt. Hier, seht ihr mal, so sieht das Ganze dann aus. Und wir gehen einfach mal jetzt, ja, zu so einer Quest. Ich glaube, hier war so eine Dreierquest. Hier oben, genau, Sonnenhügel. Wisst ihr was? Das machen wir auch mal. Dann kann ich euch auch das erste Mal zeigen, wie schön es ist, doch eine Quest nach der anderen zu erledigen, wenn wir uns in einem Dungeon befinden. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja, welches Team nehmen wir denn mit? Das Starke hier? Ich weiß gar nicht. Das ist auch ziemlich stark. Wo ist denn überhaupt Brutalanda? Wir hatten doch mal irgendwo Brutalanda mit im Team. Ich muss mal Despitor hier austauschen, weil der hat leider die unangenehme Fähigkeit, Sandsturm auszulösen. Und Sandsturm gefällt mir überhaupt nicht. Brutalanda ist allerdings noch weg. Wir haben aber einen Simsalada, was auch noch weg ist. Ja, wen nehmen wir denn dann noch mit als dritten Teamkameraden mit rein? Ja, Cesorio, warum denn nicht? Dann nehmen wir ihn mit rein. Er ist ein Level 50, 52 Pokémon, Undichtwasserdrache. Ja, sieht doch ganz gut aus. Und los geht es!
Ja, werden wir ja wohl schaffen. Ich weiß leider die Quest nicht mehr. Ist auch egal, weil alle Quests, die wir hier auf diesem Kontinenten... Oh, Auftraggeber Eneko ist auch mit von der Partie. Dann heißt es also, wir haben jetzt hier mit der irgendwas zu tun. Dann springe ich mal auf Drago ran, weil der dem Sipal ziemlich nahe ist. Und er hat direkt mal Stärke Plus gefunden. Er ist aber leider nicht mit einem Siegel ausgerüstet. Oh, 37 Schaden. Wechseln, da muss ich erstmal auswechseln. Okay, das war schon mal gut. Na, 21, das kann ich schon mal verkraften. Wir haben Orkan und Windhose. Dann machen wir mal Orkan, 102, das war auch gut. Und unsere Verteidigung ist gesunken. Das ist aber nicht so schlimm. Die kann ruhig sinken. Gut, dass wir verfehlt haben, wieder einmal. So, da ist Geld. Und da ist ein Stab. Ein Erstarzweig. So, irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Ach ja, genau, mich ausrüsten, ne? Weil es wäre ja schon nicht so intelligent, den Klimaring hier einfach so im Beutel zu lassen, ohne ihn ausgerüstet zu haben. Und wir gehen einfach mal das Dungeon durch. Mal gucken, was passiert. So, wer ist denn da gegenüber? Ah, ein Mundtier. Sehr schön, sehr schön. Aber leider musst du aus dem Weg. Und warum? Naja, ist ja wohl ganz klar, weil du nämlich uns störst. Da ist ein Tunnelzweig. Ach, und wisst ihr was? Wir machen jetzt auch den Tunnelzweig. Und ich habe wieder vergessen, den Sipal aufzusammeln. Wieso gucke ich denn nicht einfach auf die Sipale, da wo es blinkt? Dann werden die schon auf der Karte angezeigt, wo die blinken. Und was mache ich? Ich ignoriere das ganz einfach. Ja, weil ich ein selten dämlicher Let's Player bin. So sieht es nämlich aus. Und mal gucken. Jetzt muss ich es wissen. Ich muss wissen, wie das funktioniert. So, Leute. Der Tunnelzweig. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob das nur bis zum Wasser halt geht. Oder ob der 1, 2, 3, 4 Felder lang funktioniert. Naja, auf jeden Fall können wir halt in Notsituationen damit abkürzen. Wobei Notsituation ist ja auch das falsche Wort, weil in welchen Notsituationen können wir damit was reißen? Wir können ja auch nur einen Weg frei machen. Das Pokémon, was uns eh anvisiert hat, wird uns ja dann trotzdem hinterherkommen wollen. So, hier ist noch ein Sipal. Weitsichtigkeit, das trage ich auch. Ja, falls jemand nämlich eine Attacke macht von weiter hinten, habe ich eine größere Chance, dem auszuweichen. Und wieso greifen die denn immer das schwache Pokémon an? Das ist doch das Pokémon, was hier überleben muss. Und vielleicht schaffen wir es ja auch hier, das erste Mal so viel Splitter einzusammeln, dass wir daraus einen neuen Sipal entstehen lassen können. Das wäre schön. Und Gott sei Dank ist Dragoran auch so gut drauf. Was? Sammelfalle? Oh je. Ah, tatsächlich. Okay, das heißt, wir haben jetzt alle Pokémon hier zu uns geholt, die sich in diesem Dungeon gerade befinden. Ist aber nicht weiter tragisch. Oh, 162. Guckt euch das mal an. Also mit Dragoran wird das ja ein Easygoing. Und 109. Und wir kriegen sehr viele und schöne Erfahrungspunkte. Oh, hier ist ja ein kompletter Schatzraum. Der Hammer. Kriegen wir den Sipal noch? Nein, kriegen wir nicht. Mist. Und den kriegen wir auch nicht mehr. Was? Gena? Wer da uns in den Genzustand? Eneko ist müde. Da ist ein Sipal, habt ihr gesehen? Unter uns ist ein Sipal. Den haben wir bekommen. Oh, die schlafen ja alle ein. Sag mal, waren wir jetzt tatsächlich gerade auf irgendeiner Falle? Naja, egal. Sollen die erstmal ein kleines Nickerchen halten? Und ich muss erstmal gucken, welchen Sipal wir bekommen haben. Aber erst nachdem wir Krakelo besiegt haben. So wie jetzt zum Beispiel. Okay, mal gucken. Was war das für ein Sipal? Brandschutz. Brauchen wir eigentlich nicht. Also verwenden wir es. Und wir geben es mal dem schwachen Pokémon. Damit die KP-Anzeige zumindest noch ein bisschen nach oben geht und wir... Oh, das kenne ich ja auch noch nicht. Das muss ich besiegen. Und leider sind wir auch dann blöderweise auf eine Hungerfalle getreten. Nicht so schön. Und wir haben Gengar verfehlt. Mist. Naja, aber dafür hat... Oh, 108 Erfahrungspunkte. Habt ihr das gesehen, Leute? 100 Erfahrungspunkte. Ey, wann kriegen wir mal 100 Erfahrungspunkte? Sonst sind es ja immer so um die 20. Das heißt, wir müssen 5 Pokémon besiegen, um auf die gleiche Anzahl an Erfahrungspunkte zu kommen. Da, geil. Sehr gut. Ja, hier, du kannst es angreifen, das macht uns nichts und dafür kriegst du Donnerschlag drauf. Auch hier wieder 60 Erfahrungspunkte. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass die doch so viele Erfahrungspunkte geben. Ja, und Zorora war das. Hat sich verwandelt in ein Pokémon. Also in ein anderes Pokémon. Und auch der Sipal
liegt schon wieder so weit oben, dass wir den nicht kriegen werden. Ja, schade. Aber immerhin hat er drei Splitter hinterlassen. Und wir gehen zurück. Da ist Krakelo. Na, komm mal her hier. Komm mal ran. Genau, genau. Und wir haben schon wieder verfehlt. Ja, Katastrophe, würde ich sagen. Katastrophe. Aber danach, die Attacke war wirkungsvoll und damit ist er auch aus dem Weg geräumt. Okay, ja, die Treppe, die darf ich jetzt nicht nach oben gehen. Hätte ich schon wieder fast nicht aufgepasst, aber wir müssen ja erstmal hier ein Pokémon finden. Immerhin hat sich ja hier eins verirrt. Und leider sehen wir nicht wohin. Oh, Kastanienfalle. Übrigens, jetzt wo ich hier diese weiten Wege sehe, habe ich mich auch gefragt, es gibt ja diese Wuchtzweige. Wenn wir das schwingen, also guckt mal auf die, auf den Raum auf der rechts unten angezeigten Karte, wo wir gerade waren. Wenn ich da jetzt ganz rechts stehe, wie wir es ja gerade auch schön vorgezeigt haben, und wir diesen Zweig schwingen, hier zum Beispiel, pass mal auf Leute, ah Mist, wir haben ein Pokémon verloren, da ist er, okay. Ja, ich rede wieder um den heißen Brei, aber das ist normal. Hier, wenn ich jetzt hier stehe und einen Wuchtzweig hätte und den schwinge, dann schwingt der Zweig bis drüben zur Wand und dann sind wir eben auch dann bei der Wand. So eine Art kleiner Warpzweig in der entsprechenden Richtung. Die Frage ist, wenn ich auf diesem Weg, ja, wenn wir jetzt da über Items fliegen, würden wir die dann mitnehmen? Ach hier, das ist ja schon, Mensch. Glaciola, dann ist es einfach nur rumgelaufen. Oh, guck mal, wie süß das ist. Oh, das ist auch voll süß. Oh, ich liebe einfach diese Evoli-Entwicklungen. Ja, das eine süßer als die andere. Ja, und Glaciola heilt uns erstmal. Aber das ist jetzt schon die Main Quest? Nee, oder? Sollten wir nicht hier irgendwie was anderes machen? Aber ist ja schon mal schön, dass die uns geheilt hat. Ja, ja, wir haben alles wieder aufgefüllt. Herzlichen Dank. Gut gemacht, Applaus, Applaus, Applaus. Ja, ich hatte eine wundervolle Zeit. Lass uns wieder mal plaudern, pass auf dich auf. Oh, sie ist süß. Habt ihr gesehen? Ich mag den Scheitel und das Erscheinungsbild von dir. Voll süß. Die Konexosphäre, da ist sie wieder. Und ja, ich muss auch hier wieder, denke ich, eine Pause machen. Oder? Nee, muss ich nicht. Okay, ich weiß nicht, ob man jetzt meinen Kater wieder gehört hat. Der hat sich nämlich wieder lautstark gemeldet. Aber auch das passiert. Aber ich glaube, das war noch im Rahmen, deswegen muss ich jetzt hier nicht irgendeine Aufnahme unterbrechen. Hoffe ich zumindest. Muss ich mir nachher nochmal anhören. Und in der Zeit mache ich einen Feuerschlag. Ja, auf Schlappohr drauf. Und ist die jetzt gerade abgehauen? Hat die was gemobst? Ach nee, die hat eine Attacke vorbereitet. Na super. Und ich bin ausgewichen und habe dann das schwache Pokémon den Schaden einstecken lassen. Das war ja auch sehr nett von mir. Bärenstärke, ja, das trage ich auf jeden Fall. Ja. Ja, das war's. Okay, dann ist hier tatsächlich nur Glaciola gewesen. Wobei, was heißt nur? Kann er froh sein, dass wir überhaupt einen gefunden haben. Einen neuen Partner. Und hier ist der Schatz von Kirlia. Und zwei Sipale. Das sieht auch gut aus. Mist, und ich habe angegriffen. Warum auch immer. Attackensalve, Attackensalve. Oh, ich liebe einfach diese... Ja, diesen Sipal. Kennt ihr ja schon. Statusansteckung mache ich auch. Und Attackensalve, das nehme ich auf jeden Fall auch mit drauf. Weil dann sind wir ja jetzt mit Dragoran so overpowered, dass die hier alle einpacken können. Da steht schon mal fest. Und mal gucken, ob wir auch dann vielleicht gleich das Geschenk finden. Oder ob wir wieder die ganze Ebene durchforsten müssen. Aber ihr habt festgestellt, es ist wirklich ja ein Traum, die Dungeons einfach immer weiter erforschen zu können, ohne dass wir gezwungen werden, aus dem Dungeon herauszugehen, wenn wir eine Quest erledigt haben. Oh nein, wir sind weggewappt worden, das Schlimmste, was passieren kann. Eieieiei, aber immerhin bin ich dadurch jetzt dem Schatz nahe gekommen. Ist ja schon mal was. Naja, glücklicherweise ist hier oben kein Pokémon drin. Das heißt, ich werde jetzt ganz, ganz schnell den Weg zur Treppe angehen. Ja, und wir haben Kirlia bekommen. Und wieder ein neues Pokémon. Das kann sich sehen lassen und das wieder mal in einem Ritt. Und ich denke, wenn wir hier diese Nebenquest-Sätze erfolgreich überstanden haben, alle drei, dann müssten wir auch in dem Rang wieder aufgestiegen sein. Und dann denke ich... Was? Verlassen? Nein, nicht verlassen. Und dann denke ich, werden wir doch bestimmt die Hauptstory weiter angehen können. So zumindest der Plan. Schadensrevanche kenne ich gar nicht.
Reduziert als Ringeschmuck die KP des Gegners manchmal auf 1, wenn der Träger durch dessen Attacke Schaden erleidet. Dann braucht man das. Naja, aufstecken werde ich schon, aber ja, dann kriegt der das. Weil ich selber, ich brauche das nicht. Oh Mist, nein. Aber Gott sei Dank ist Aneka nicht mit dabei. Das heißt, die Gefahr, dass der down geht, ist sehr klein. Im schlechten Fall geht halt Asumarill drauf. Oder? Keine Rettung möglich. Mist. Und Asumarill hat nur noch wenig Lebenspunkte. Und ich glaube, wir haben keine Sinnebären, oder? Ja, ich habe vergessen, die Sinnebären einzustecken. Oh je, hoffentlich habe ich mich da jetzt nicht vertan. Aber Dragoran ist ja Gott sei Dank so stark, der müsste, auch wenn er zweimal down geht. Ja, hoffentlich war es jetzt kein Fehler. Aber was soll ich machen? Ich muss da hoch. Ich muss hier hoch. So, jetzt bin ich gespannt. Okay, du hast Pyroleo gefunden, da ist er. Und leider ist ja auch noch ein anderes gegnerisches Pokémon. Tja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Naja, ich gehe erstmal nach unten um 1. Oh, was war denn das? Und wieso habe ich jetzt mal angegriffen? Oh, das war auch eine sehr schwache Attacke. Jetzt habe ich eine sehr, sehr nützliche Runde völlig verbraten. Oh Mann, das war schlecht. Und da sind wir schon ausgewichen. Tja. Aber wir haben Orkan und wir haben Attackensalbe. Vielleicht greifen wir mehrmals an. Oh, er ist zurückgeschreckt. Sehr gut. Und Donnerschlag auf den drauf. Ist er paralysiert? Er ist paralysiert. Oh, gibt's ja nicht. Hier, dann probieren wir mal alles mal aus. Hier, komplette elementare Angriffe auf dich drauf. Was macht denn der jetzt? Der haut ab? Kannst du vergessen. Hier, hinterher. Okay, er ist normalisiert. Dann machen wir mal hier so eine Teamattacke. Na, wenn ich jetzt, dann wann dann? Muss ich ja lohnen. Oh, hier, guck mal. Oh, der hat eine Truhe fallen lassen. Geniale Sache. Ein sehr cooler Typ. Das war einfach. Oder wir hatten Glück. Du hast mich besiegt. Das war sowas von cool, Mann. Du bist genau mein Typ, ey. Uah, willst du mich heiraten? Und Auftraggeber Pandagro ist auch überwältigt. Und wir haben wieder zwei Teammitglieder bekommen. Ja, Pyroleo und Pandagro. Die sehen auch beide sehr stark aus. Das ist das Schöne bei diesen Kämpfen. Wenn wir irgendjemand ja besiegen müssen, dann ist meist dieserjenige, den wir besiegt haben, auch im Level schon so hoch, dass sich das lohnt, den zukünftig mitzunehmen. Es gibt sogar noch mindestens einen unerledigten Auftrag. Okay, ich dachte, es waren nur 5. Ja, anscheinend ja doch nicht. Dann gehen wir mal weiter. Aber hier, vorher sammeln wir noch hier die Splitter auf. Boah, ist ja cool. Da können wir sogar noch mehr reißen. Wie geil ist denn das bitte? Ja, wir gehen weiter. Sonnenhügel Nummer E6. Auf dieser Ebene befindet sich der Schatz von Eneko. Ach, hier ist ein Eneko. Stimmt, die haben wir auch noch im Schlepptau. Eneko, was machst denn du hier? Ja, dich haben wir die ganze Zeit gar nicht wahrgenommen. Weil du hilfst ja nicht, du bist ja eher nur lahm. Und Konfusionsschutz? Ja, für den Fall der Fälle nehme ich den auch nochmal mit. Und wir haben eine Schwindelfalle. Aber wir sind ja konfus, schutzmäßig gut drauf. Hahaha. Da ist ja nicht mal Glück. So, wer kommt denn da unten? Oh, ein Faultier. Und Orkan drauf. 128. Da ist ein Sipal. Haben wir nicht bekommen. Macht aber nichts. Und wir haben einen neuen Sipal entstehen lassen. Ein Schüchterer. Und Konfusionskraft. Das steckt hier eher auf, weil der macht nämlich nicht so viel Schaden. Das heißt, der wird einen Gegner niemals besiegen können, weil er zu schwach ist. Aber er kann ihn dann vielleicht in den Konfus-Status bringen. Warum denn nicht? Ja, und ihr habt gesehen, es lohnt. Oh, eine Sinnebeere. Oh mein Gott, wir sind so Sinnebeerenarm. Ich bin so froh über jede Sinnebeere, die wir hier finden. Auf alle Fälle. Ja, hier Feuerschlag. Und wir mussten bisher auch kein Elixier nehmen. Finde ich auch sehr interessant. Und wieso hätten der so viel aus? Oh. Oh, habt ihr gesehen? Wir mussten da dreimal anschlagen. Der hat schon über 300. Oh, der hat ja richtig viele. Der hat ja richtig viele Lebenspunkte gehabt. Krass. Oder hat er durch sein Schutzschild den Schaden nicht abbekommen? Kann natürlich auch sein. Ja, jetzt bin ich zu weit gelaufen. Das war nicht so clever. Ich werde träge. Ja, macht nichts. Träge können wir ruhig sein. Hier, nimm doch mal das Geld mit, bitte. Ja, 49. Weil wir brauchen ja auch ein bisschen Kohle. Wir wollen uns ja später schließlich auch da nochmal einen neuen Pass kaufen.
Und hier ist das Geschenk. Na, wir gehen das mal hier nach oben. Gucken mal, was da so drin ist. Ein Top-Elixier. Naja, wir trinken es. Bräuchten wir jetzt zwar nicht, aber hey, was wir haben, haben wir. Und da ist das Geschenk. Ja, juhu. Schatz gefunden. Juhu, juhu, juhu. Ja, ist ja super. Da haben wir jetzt also hier vier schöne Sachen in den Dungeons gefunden. Na, ich würde mal sagen, das hat sich doch gelohnt. Hat zwar jetzt 20 Minuten gedauert, aber somit haben wir jetzt auch mal erfolgreich sehen können, wie schön es ist, tatsächlich die ganzen Quests mit einem Ritt zu erledigen. Und stellt euch vor, wir hätten jetzt hier jedes Mal von vorne reingehen müssen und immer wieder 5 Etagen runter und nochmal 5 Etagen runter und nochmal 5 Etagen runter. Ja, so war es im Vorgänger. So war es im Vorgänger, richtig ätzend. Und hier gibt es keine Information, dass noch irgendwas Interessantes hier auf uns lauert. Also können wir das Dungeon auch tatsächlich verlassen. Oh, und wir haben ganz viele Ranger-Punkte bekommen. Wobei, Ranger-Punkte war es ja gar nicht. Forscher-Punkte? War was auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, für heute ist Schluss. Und vielleicht geht jetzt die Aufgabe weiter. Und ich habe sogar offenbar noch Lohn erhalten. Oh, Labras. Gute Arbeit. Kehren wir nach Trubelstadt zurück. Ach, so läuft der Hase. Immer wenn ich hier irgendwas erfolgreich abgeschlossen habe, geht's... Oh, hier, da war eine Sonne. Da war eine Sonne. Oh, es geht weiter. Kamux. Tatsächlich. Ja, die Hauptstory geht hier weiter. Stöhn. Diese Hexe, heute wieder. Aber Max will man maxen. Ja, Geradax. Die Sonne brennt geradezu erbarmungslos auf uns nieder. Sibuze, ich habe das Gefühl, als würde ich jeden Moment zerfließen. Sibuze. Es scheint also sehr heiß zu sein. Oh, ist da etwa ein... ja. Irgendwas ist doch da wieder im Busche. Mal gucken, was Hirachi gesagt. Ui. Hurra, hurra, dann wollen wir doch mal sehen. Hurra. Wie man es auch dreht und wendet. Sie bewegt sich auf uns zu. Oh nein, die Sonne. Oh mein Gott. Meint er die Sonne? Die bewegt sich auf uns zu? Oh, da sind wir aber alle in ganz schön großer Gefahr. Blanas! Hey, da kommt unser guter Blanas. Was macht denn der hier? Will der einfach nur nach uns gucken? Das ist aber lieb von ihm. Guten Tag. Ist jemand zu Hause? Hurra, na, nur Besuch, juhu. Ja, wackel mal dahin. Oh, sie guckt nach unten. Oh, tatsächlich. Einen Moment bitte. Hurra, ich bin sofort da. Hurra, juhu. Juhu, so, guten Tag. Entschuldigt bitte, dass es lange gedauert hat. Ja, juhu. Außer mir ist momentan niemand hier. Haha, hihi. Also, was für dich, ja, juhu. Naja, weißt du, ob Tisi und Nami hier zufällig irgendwo stecken? Tisi meinte, dass sie hierher wollte. Ich wollte ihnen einen Besuch abstatten und so, ne? Und schauen, wie es ihnen so geht. Oh, juhu, oha, du kennst Tisi und Nami also, juhu. Tja, tut mir leid, aber die beiden sind gerade unterwegs, haha. Quest erfüllen und so ein Mist, haha. Sie sind arbeiten, um genau zu sein. Obwohl sie Kinder sind. Ja, hier wird Kinderarbeit noch belohnt, juhu. Doch sie sollten bald wieder hier sein, ja, juhu. Sieh an, kaum, dass man von ihnen spricht, da sind sie auch schon. Oh, ein Wiedersehen. Oh, Blanas. Tisi, Nami, lange nicht gesehen, ihr zwei. Ist irgendwas passiert? Oh, der ist kaum da und wir denken, es ist irgendwas passiert. Nun, ich hatte gerade etwas in Trubelstand zu erledigen und wo ich schon mal hier bin, wollte ich unbedingt vorbeischauen und sehen, wie es bei euch beiden so läuft. Ah, alles klar, das ist ja nett von dir, echt cool. Wir haben tolle Neuigkeiten, Blanas. Wir beide sind jetzt Mitglieder des Forscherteams, ja, juhu. Was? Ist das euer Ernst? Ich hatte zwar damit gerechnet, dass ihr hartnäckig euer Ziel verfolgen würdet, aber ich hätte nie im Leben gedacht, dass euer Traum so schnell in Erfüllung gehen würde. Ihr überrascht mich. Hieß es nicht, Kinder könnten dem Forscherteam nicht beitreten? Hurra, hihi, haha, die beiden mögen zwar noch Kinder sein, aber sie sind bereits mit allen Wassern gewaschen, haha, hihi. Ja, wir haben's faustig. Und deshalb hat Ampharos bei ihnen ein Auge zugedrückt, ja, juhu. Sag mal, Dami, willst du uns denn nicht vorstellen? Naja klar, das ist Blanas. Mein Nachbar aus Ruhenau. Tisi hat dort bei ihm zu Hause gelebt. Oh, juhu, ich verstehe. Ja, toll, juhu. Da hast du aber einen weiten Weg auf dich genommen. Vielen Dank, haha. Die beiden machen sich prima hier bei uns im Forscherteam. Also sei völlig unbesorgt. Huhu, hihi. Das ist gut zu wissen, mein kleiner Freund. Also, vielen Dank, dass ihr euch so fürsorglich um die beiden kümmert. Aber der hat doch bestimmt irgendwas. Der ist doch nicht einfach so umsonst hierher gekommen. Tisi?
Planas, es tut mir wirklich leid, wirklich. Ich habe mich nicht verabschiedet, als wir Rodenau verlassen haben. Fühlst du dich etwa schlecht, weil du dich damals klammheimlich weggeschlichen hast? Fühlst du dich etwa schlecht, weil du nie mit mir geredet hast und du dich eigentlich immer auf mich verlassen konntest? Na, fühlst du dich schlecht, dass du alle aus dem Dorf verraten hast? Und fühlst du dich schlecht, dass du einfach wirklich immer nur das machst, ohne auf andere zu achten? Nein, musst du doch nicht deswegen. Du bist ein Kind. Mach dir keine Sorgen. Ich verstehe dich, schließlich war ich ja auch mal jung. Auch wenn ich nicht so aussehe. Hauptsache, es geht dir gut, Tisi. Und? Was macht denn dein Gedächtnis? Irgendwelche Zeichen der Besserung, der Genesung? Schade. Naja, dann, naja. Und die Megalon? Bist du ihnen hier in der Gegend begegnet? Stimmt! Die sind uns auch noch auf den Fersen und hat nicht einmal erwähnt dem Forscherteam, dass wir eigentlich verfolgt werden von dem Megalon. Das ist auch ein bisschen verantwortungslos, mein lieber TC. Megalon waren diese rätselhaften Pokémon, die es auf TC abgesehen hatten, ja? Haben die sich in der Zwischenzeit in Rodenau blicken lassen? Weil, als wir das Dorf verlassen haben, sollen sie ganz in der Nähe herumgelogert haben. Nein, keine Spur von denen. Mich hatten sie ja auch angegriffen. Deshalb sitze ich quasi immer auf gepackten Koffern, um im Ernstfall Reis auszunehmen. Doch aus irgendeinem Grund haben sie Rodenau bisher gemieden. Naja, wegen dem Berg. Falls ihr euch daran erinnern könnt, da ist ja noch so eine Ruhestätte, wo wir ja auch schon mal reinschleichen wollten, aber wo leider diese Stätte sehr gut bewacht war von Mr. Magnuson. Verstehe. Tja, keine Nachrichten sind gute Nachrichten, aber so ganz traue ich dem Braten nicht. Juhu, sag mal, Tissi, was hast du mit dem Megalon auf sich? Ja, das war ja klar. Jetzt kriegt sie nämlich mit. Hä? Der wird von dem Megalon verfolgt? Ah, Panik, Panik! Ich muss einfach aus Bescheid sagen. Ja. Stimmt, ja. Ach ja, haben wir ganz vergessen. Auch das tut uns leid. Stimmt, übrigens, euer Dorf ist ja voll in Gefahr. Hahaha, haben wir ganz vergessen zu sagen. Tut uns leid, aber ist doch nicht schlimm. Oder? Ist das schlimm? Nein. Ja, Nami hat Jirachi das Geheimnis von Tisi anvertraut. Oh, gut, dass sie das macht. Dass sie einfach so das Geheimnis von uns hier preisgibt. Ach man, die Nami. Ja, sie hat schon wieder mal nicht überlegt, aber egal. Hätten wir auch gemacht, hätte sie es nicht gemacht. Also alles in Ordnung. Juhu, was war's? Tisi ist mal ein Mensch, was war's? Oh nein, Alarm. Menschen, ich hasse Menschen. Okay, verstanden, hihi. Tisi ist also ein Mensch, das ist interessant. Juhu. Das hast du aber schnell verdaut. Normalerweise ist man doch von solchen Neuigkeiten überrascht, oder? Und sagt, du spinnst doch, oder im Ernst jetzt, oder irgendwie sowas. Ich verstehe dein Verhalten nicht. Du bist auffällig, du bist mysteriös, du bist Mystery Dungeon. Nun ja, im Forscherteam gibt es einige schräge Typen, das muss ich schon sagen. Hurra, hurra, ein Mensch, der sich in ein Pokémon verwandelt hat. Das hört man doch öfter mal. Okay, für die ist das eine Alltäglichkeit. Ja, die war anscheinend in den allen Teilen zuvor immer auch mit beteiligt und für die ist das ja wirklich nichts Neues. Mimete, öfter? Ich habe noch nie etwas Vergleichbares gehört. Ja, ist was von klar, hurra, hurra. Wichtig ist doch vielmehr, warum sie es auf TC abgesehen haben. Hast du denn Portale in die Unendlichkeit nicht gespielt? Oder Team Himmel oder Edition Zeit? Nein, hast du nicht? Haha, du Versager. Juhu. Und immer geht's darum, die Welt zu retten. Ist was von klar, haha, jeder weiß das, außer du. Und dann, deine Nase ist zu lange, meine nicht. Ich hab keine Nase, hihi. Also gut, überlass das ruhig mir, haha. Ich rede heute mit allen und dann werden wir TC mit weiten Kräften beschützen, haha. Oder aus dem Dorf verbannen, je nachdem, was am Pharaos entscheidet, hihi. Damit würdet ihr mir einen großen Gefallen tun, danke. Naja, ich will mich dann auch so langsam mal wieder auf den Weg machen, nicht wahr? Also, Tisi, man sieht sich. Freut mich, dass es hier euch gut geht, Tisi und Nami. Denn in Wirklichkeit, naja, bin ich schon ein bisschen angepisst, dass es euch hier so gut geht. Weil ich hatte es in meinem Leben immer schwer. Ich musste immer hart arbeiten für das, ja, was ich mir jetzt einfach erleistet habe. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus wollte. Also, ja, mir geht's schlecht und euch geht's gut. Das ist nicht fair, die Welt ist nicht fair. Und herzlichen Glückwunsch zur Aufnahme im Forscherteam. Haltet die Ohren steif, ich geh heulen. Ja, gute Heimreise, Blanas. Pass auf dich auf. Und grüß bitte alle im Dorf, lieb von uns. Ja, dann grüß mal schön. Was? Tja. Du bist ein. Du bist eigentlich ein Mensch, Skoppel-Tisi? Aber du kannst dich an nichts erinnern. Wusch, 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 wusch. Und du wirst aus irgendeinem Grund von irgendjemand gejagt. Mysteriös.
Tja, was sagt dann Faust dazu? Und die verressen einfach weiter. Was? Okay, egal. Lass uns weiter reinhauen. Das scheint, also irgendwie scheint es tatsächlich völlig normal zu sein, dass es hier Menschen gibt. Tja, also die Reaktion, die kam jetzt auch für mich, sag ich mal, etwas unerwartet. Und vor allem, Pharos hat gar nichts gesagt. Sehr witzig. Also, vorhin beim Abendessen, als Jirachi allen von deiner Vergangenheit erzählt hat, alle haben es sofort akzeptiert, nicht wahr? Nee, Nami, die haben sie akzeptiert. Die fanden das einfach nur völlig scheißegal, weil Essen denen wichtiger ist. Entweder das, oder sie hatten es furchtbar eilig, endlich zu essen. Das ist nämlich auch meine Vermutung. Alle haben gesagt, dass sie dich beschützen werden, falls irgendwas passieren sollte. Oh, ist das schön, so eine Freundin zu haben. Also kannst du beruhigt deiner Arbeit fürs Forscherteam nachgehen. Ja, mach ich. Geben wir ab morgen wieder alles, 100% und so, weißt du Bescheid. Ja. Perfekter Zeitpunkt. Ja, dann speichern wir hier. Das war's für diese Folge. Ich dachte, jetzt wird hier gar nichts Großartiges passiert, aber jetzt weiß immerhin das Forscherteam, so mir nichts, dir nichts, dass wir ein Mensch sind. Und erstaunlicherweise scheint es denen tatsächlich nichts auszumachen. Warum? Gibt es denn bereits Aufzeichnungen von irgendwelchen mysteriösen Vorfällen, dass ein Pokémon behauptet hätte, es sei ein Mensch? Vielleicht sind wir auch einfach der komplett einen an der Klatsche hat. Vielleicht befinden wir uns ja gar nicht im Pokémon-Land. Vielleicht sind das ja alles Menschen und wir denken einfach nur, es sei ein Pokémon. Ja, weiß man ja nicht. Ja, das werden wir dann hoffentlich im nächsten Teil herauskriegen. Und bis dahin, alles Gute und tschüss.